Ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Orwell. Wo wir letztes Mal uns auf dem Blog von The Thought umgesehen haben, Freedom is unfree und are thoughts still free? Der Grund, aus dem wir hier noch rote Sternchen haben, ist, wir haben ja noch nicht alles angeschaut. Wir wollten uns nämlich letztes Mal, ach, da lädt die Webseite erstmal. Wir haben uns zwar schon alles durchgelesen und wir haben hier einen conflicting data chunk, also eine Aussage, die mit etwas anderem kollidiert. Das ist hier die Aussage, wir wissen noch nicht womit, aber die Aussage, dass sie immer nur für friedliche Proteste waren und gegen Gewalt sind, muss sich wohl irgendwo widersprechen. Predicted pretty much this. Das war der zweite der zweite Blog-Eintrag, auf den wir zugreifen konnten. Von der Hauptseite aus kamen wir ja nicht auf diese ganzen Sachen. Und was wir jetzt machen, das ist, gehen nochmal hier hin und schauen uns erstmal das Profil von Catharsis an. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Account Catharsis, Articles 1, sie hat also einen Beitrag geschrieben, den wir ja gerade gelesen haben, ist seit dem September 2016 registriert, hat sich zuletzt im April 2017 eingeloggt. Kontakt The Cassie 92. Das sagt uns jetzt also nichts Neues. Moment, wir könnten erstmal so gucken. Das haben wir schon erfahren. Hier haben wir jetzt nichts mehr weiter, außer eben den gelben Data Chunk. Jetzt haben wir hier noch das hier. Hatten wir da auch etwas schon? Nein, da haben wir nur Goldfeld, sein Profil. Er hat 5 Artikel geschrieben, ist seit März 2012 dabei, hat sich zuletzt im Dezember 2016 eingeloggt. Und irgendwas, ich wollte gerade sagen, haben wir vielleicht übersehen? Nein, es geht aber auf Cassandras Timeline weiter. Was haben wir hier also? Es wurde etwas Neues gepostet. Mal schauen hier. Wuhu, first day of freedom far away from the shackles of Watergate Farmer. Haben wir das schon gelesen? Opposes the government vehemently. Ich glaube, das haben wir schon übertragen, oder? Genau. Das haben wir schon übertragen. Und wir hatten hier die Frage, ist sie noch mit Mary befreundet oder nicht mehr? Sie hat also einen neuen Eintrag geschrieben. Das ist der hier oben. Cassandra Watergate posted on April 13, 2017, 5:19 p.m. Ha! Finally someone who had the grit and explosives to show how futile surveillance is. The National Beholder TNA. Horrible explosion destroys Freedom Memorial. Explosion destroys the Freedom Memorial in Bonton. 3 people killed, 5 severely injured. Authorities receive strange letter. Wir könnten das hier lesen, aber das kennen wir ja schon, den Artikel. Es lädt kurz. Den kennen wir ja schon, deswegen gehen wir zurück zu ihrer Timeline. Das passt also nicht dazu, dass sie immer friedlich sind, denn sie schreibt ja ich habe es ja noch gar nicht übersetzt, ich bin so doof. Okay, sie hat geschrieben, ha, endlich hatte jemand den Mut und die Bombe zu zeigen, wie nutzlos diese Überwachung ist. Und dann schrieb sie noch, there are thousands of cameras pointing to a target and the Big Bang still happens. I haven't laughed like this for ages. What now, Miss Delacroix? What now? Es gibt 1000 Überwachungskameras, die alle das Ziel im Blick hatten und trotzdem ist der große Big Bang passiert. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so gelacht. Was jetzt, Miss Delacroix? Was jetzt? Und ich finde das sehr, 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 sehr dreist, was sie da macht. Deswegen auch, was Jay Clefton sagt, da bin ich absolut auf seiner Seite. Really, Cassie? You laugh at people being killed? Are you out of your mind? Er fragt nämlich, wirklich Cassie, du lachst, wenn Menschen getötet wurden? Bist du noch bei Verstand? Das kann man sich schon so ein bisschen fragen, ob sie noch alle Tassen im Schrank hat. Die Frage ist jetzt natürlich, was sagen wir? Finally someone who had the grit. Also sagen wir jetzt, ja, the thought ist aggressiv. Endlich hat jemand das Ding in die Luft gesprengt. Oder bleiben wir bei dem, was wir aus diesem Artikel haben, wo sie es geschrieben hatte, dass sie immer nur friedlich protestieren wollten. Das Aktuellere wäre natürlich der Bombenanschlag. Das Problem ist natürlich, sie wurde für verdächtig gehalten. Man hat ihr das Ganze in die Schuhe schieben wollen. Ich weiß nicht, warum es hier immer auf dieses blonde Bild umswitcht. So. Das kann natürlich sein, dass sie deswegen einfach wütend ist. Nach dem Motto, ich wurde zu Unrecht beschuldigt, das kann nicht sein. Hier, blöde Regierung, alles Kacke. Endlich hat es euch mal jemand gezeigt.
und dass es wirklich nur daher kommt, dass sie eben zu Unrecht beschuldigt wurde. Es kann aber auch sein, dass sie hier natürlich auf dem Blog versucht, sich positiv darzustellen und es einfach scheitert. Das könnte genauso gut sein. Wir gehen mal hier kurz zurück. Ich möchte schauen, ob wir noch irgendwas haben. Da haben wir etwas deaktiviert. Das war das mit den... Lass mich kurz überlegen. Cassandra's Port. Ah, mit dem Wunderland. Ihre Adresse haben wir da deaktiviert. Ich würde fast sagen, ich nehme das aus Cassandra's Timeline. Denn ich finde persönlich nichts rechtfertigt, dass man so einen respektlosen Post von sich gibt, nachdem tatsächlich ja Menschen gestorben sind. Andere wurden verletzt, Menschen sind... Ja, sie wurde vielleicht, das wissen wir ja nicht, zu Unrecht angeklagt. Aber sie ist freigekommen. Und sie hat auch, da hat mich die liebe Z-Mistress darauf hingewiesen, auch sehr, sehr wenig Empathie gezeigt. Also ihr ist es ziemlich egal, dass der arme Polizist, der da angegriffen wurde, immer noch im Koma liegt. Es kann natürlich sein, dass sie es einfach nur nicht aufschreibt. Dass sie bei sich persönlich denkt, der arme Kerl, und ach, wäre das nicht besser, wenn es ihm jetzt gut gehen würde. Aber sie schreibt es halt nicht. Wir sehen ja immer noch nur einen Teil der Menschen. Aber ich würde sagen, das hier übertrage ich jetzt. Der Konflikt ist eben das hier. Ich finde es immer sehr, sehr schön. Finally someone who had grit and explosives to show how future surveillance is. Wir nehmen mal die radikalere Einstellung. Es ist übrigens nur ein Tick von mir, dass ich das immer hier auf diesem Pfeil ziehe. Ich bin manchmal ein bisschen komisch. Jetzt wird Symes sich wieder melden. I suspected as much. Seems we're looking at the right person. Das habe ich mir schon gedacht. Es scheint, als wären wir der richtigen Person auf der Spur. Alright, what we found so far is all good and interesting, but I think we should be searching for something a little more concrete. We have to dig deeper. Okay, was wir bisher gefunden haben, ist alles schön und interessant, aber ich denke, wir sollten nach etwas mehr Konkretem suchen. Wir sollten etwas tiefer graben. Das heißt, oh, der Listener ist eins meiner Lieblings. Mit Juliet, schreibt sie. Juliet war, glaube ich, die Rothaarige. Juliet Carrington. Hey, Cassie. Hi, Jules. Cassie, I just wanted to know... Cassie, ich wollte nur wissen... dein Post bei Timeline über den Angriff. Punkt, Punkt. Achso. You really shouldn't write something like that. No. Du solltest wirklich nicht sowas wie das schreiben. Wirklich, Jules? Du wirst mir jetzt auch wegen diesem dummen Post keine Standpauke halten, oder? Und sie dann eben, also solltest du etwas wirklich nicht schreiben? Nein, das ist vermutlich auf dieses die Standpauke bezogen. Ich will nur wissen, was los ist, Cassie. Es ist nichts. Nur zwischen uns beiden. Und sie, Cassie dann wieder, I just had to let off steam, you know. Also ich musste nur ein bisschen Dampf ablassen. Is it because of what happened, isn't it? It's because of what happened. Also es ist wegen dem, was passiert ist, oder? Ja... Und viel, viel anderer Mist heute. This bombarding started up all of the strip again. Dieser Bombenanschlag hat den ganzen Mist wieder hochgebracht. Du weißt schon, was ich getan habe. Was sie getan hat. Das heißt, sie hat vielleicht wirklich den Polizisten angegriffen und ist nur zu Unrecht freigekommen. Zumindest lässt das hier gerade darauf vermuten. Juliet versichert uns dann, was damals passiert ist, war nicht deine Schuld. Cassie, you hurt that officer to save me. And you succeeded. You mustn't forget about that. That was so brave. Also Cassie, du hast diesen Officer verletzt, um mich zu beschützen. Und du hattest Erfolg damit. Das darfst du nicht vergessen. Das war so mutig. Und dann Cassie, how can it not have been my fault? Juliet, I smashed the freaking skull of a father of two children. Because I lost it. Also, wie kann es nicht mein Fehler sein? Juliet, ich hab dem Vater von zwei Kindern den Schädel zertrümmert. Nur weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte. Fuck, fuck, fuck. Auch noch falsch geschrieben. Who knows what would have happened if you hadn't stopped him. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. And this is why you really should remove this post. Und deswegen solltest du diesen Post entfernen. I feel like an asshole. The worst kind of asshole. I might be free, but not rightly, so I'm not innocent. Also, ich fühle mich wie ein Arschloch. Die schlimmste Art von Arschloch. Ich bin frei, aber... nicht berechtigt. Ich bin nicht unschuldig. Oh, Cassie, nobody is innocent. You'll have to let go. Oh, Cassie, niemand ist unschuldig. Du musst das hinter dir lassen. Wir haben jetzt also die Möglichkeit zu sagen, dass sie ausgerastet ist. Also ihrer Sicht.
admitted guilt towards Juliet Carrington for having injured a police officer in rage. Oder injured a police officer to protect Juliet Carrington. Letztlich gibt sie mit diesen beiden Data Chunks zu, dass sie es war, dass sie tatsächlich den Polizisten verletzt hat. Das heißt, wir bringen sie auf jeden Fall in Schwierigkeiten, wenn wir es übertragen. Ich würde allerdings trotzdem das von Juliet übernehmen, denn irgendwas hat scheinbar dieser Officer gemacht. Irgendwas lief da vielleicht nicht richtig und sie hat versucht, ihre Freundin zu beschützen. Und da wir ja in beiden Fällen die Aussage haben, ja, ich habe ihn angegriffen, würde ich eben das nehmen, denn vielleicht hat sich auch der Officer, auch wenn es mir jetzt sehr leid um ihn tut, dass er eben im Koma liegt, aber vielleicht hat auch er sich nicht ganz richtig verhalten. Und sie hat es immerhin nicht aus böser Absicht getan, denn auch wenn sie sich gefreut hat, frei zu sein, sie zeigt hier so viel Reue und sagt ja auch, ich bin nicht unschuldig, ich hab was Schlimmes gemacht und ich sollte nicht auf freiem Fuß sein. Und auch wenn sie jetzt diesen sehr, sehr unschönen Post geschrieben hat auf ihrer Timeline, ich glaube, vielleicht versucht sie sich auch da nur ein bisschen tougher darzustellen, als sie eigentlich ist, stärker zu wirken, weil sie Angst hat, dass wenn sie sich verletzlich zeigt, dass sich dann andere wie die Geier da drauf stürzen. Deswegen würde ich Juliet Carringtons Aussage übertragen, dass sie den Officer verletzt hat, um ihre Freundin zu beschützen. Mal gucken, was Symes davon hält. What? Where did that come from now? This is perfect. We can arrest her and open the investigation again. Ich denke, das wäre in beiden Fällen darauf hinausgelaufen. Was? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Das ist perfekt. Wir können sie wieder verhaften und die Untersuchung wieder aufnehmen. However, we probably won't be able to hold her for long, if it really happened in defense of this Juliet. Allerdings können wir sie vermutlich nicht lange festhalten, wenn sie wirklich nur diese Juliet verteidigt hat. Very good work. The intervention team is already on its way. We'll need to wait for confirmation. Sehr gute Arbeit. Das Einsatzteam ist bereits auf dem Weg und jetzt warten wir nur noch auf eine Bestätigung. In Miss Watergate's case, it was not a problem to get her addressed with the help of local police due to her former record. Also in Miss Watergate's Fall war es kein Problem, ihre Adresse herauszufinden, durch die Hilfe der Polizei, weil sie ja schließlich bei denen schon mal aktenkundig geworden ist. Ach, das war's jetzt. Okay. Und noch eine Session. Okay. Ich glaube aber doch, wir haben das Richtige getan. I thought about what you said. Maybe you're right. I should take the post down. Also ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und vielleicht hast du recht. Ich sollte den Post wieder offline nehmen. It'd be better, believe me. Es wäre besser, glaub mir. Wait a second. Somebody's at the door. Be right back. Also warte einen Moment. Da ist jemand an der Tür. Ich bin sofort zurück. Okay, I'll wait. Okay, ich warte. By the way, how's your boyfriend? You're still together? You haven't been talking about him all that much lately. Well, not as much as before. Hallo? Übrigens, wie geht's deinem Freund? Da haben wir es. Your boyfriend. Das ist ja... Also spätestens hier hätten wir dann wieder die Bestätigung, aber das wussten wir ja schon vorher. Moment. I'd inquire if all went well with arresting Miss Watergate. You did a good job in any case. Ja, also wir haben einen guten Job gemacht und... I will inquire if all went well. Inquire kenne ich jetzt gerade nicht, aber ist egal, würden zumutig informieren. Although we have no proof she is involved in the bombing, we might be able to question her. Auch wenn wir keinen Beweis haben, dass sie in das Bombenattentat involviert ist, können wir sie immer noch befragen. Despite acting in defense of this Juliet, she seems to be quite unstable and a threat. Auch wenn sie nur Juliet verteidigt hat, scheint sie ziemlich instabil zu sein und eine Bedrohung darzustellen. Okay, I just received confirmation that she is now in custody. Very good work indeed. Okay, ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass sie verhaftet wurde. Sehr gute Arbeit, wirklich. I'm curious about the Thought Group. Thought. Whether they... Also ich bin neugierig, was es mit dieser Thought-Gruppe auf sich hat. Ob sie... Oh, gut. Oh, no, no, no. Take a look at the news. Oh, nein, nein, nein. Sieh dir die Nachricht an. Erstmal lesen wir den Chat zu Ende. Also, by the way, how is your boyfriend? Übrigens, wie geht's deinem Freund? Seid ihr immer noch zusammen? Du redest nicht mehr so viel über ihn. Also, nicht mehr so viel wie früher. Hallo? Are you still there? Cassie? Bist du noch da? Cassie? Wir wissen jetzt, warum Cassie nicht mehr geantwortet hat. Ach du je. Warum Cassie nicht mehr geantwortet hat, denn sie wurde ja gerade verhaftet und wir sollen uns jetzt die News anschauen. Wir sehen schon. The National Beholder, two dead after second explosion. Zwei Leute tot nach einer weiteren Explosion. Breaking news.
That is horrible. Ja, darf ich es bitte noch lesen? Das ist schrecklich, finde ich auch. To that similar approach, same letter found, so the assaults are connected. Zwei Tote, ähnliches Vorgehen, derselbe Brief wurde gefunden. Also sind die Angriffe stehen in Verbindung miteinander. And as if that wasn't enough already, Miss Watergate was in custody at the time, so that's her out of the picture, at least for this attack. Und als ob das noch nicht genug wäre, war Miss Watergate schon verhaftet, als das Bombenattentat stattgefunden hat. Also ist sie diesmal außen vor, zumindest was diese eine Attacke angeht. Look, this complicates matters massively. So much for our simple test case. Ah, das war kompliziert, die Sache. So viel zu unserem einfachen Beispielfall. I need to speak to my superiors. See how we are to proceed given these extenuating circumstances. Also er muss mit seinen Vorgesetzten darüber sprechen, wie man jetzt mit diesen neuen Informationen umzugehen hat. You did good today. You can log off and get some rest by clicking the button on the top right of the desktop. Try and get some sleep. I have a feeling the next few days are going to be tiring, yeah? To be trying at best. Also, du hast heute gute Arbeit geleistet. Du kannst dich ausloggen und dich ein wenig ausruhen, indem du auf den Knopf in der oberen rechten Ecke des Desktops klickst. Ich habe das Gefühl, dass die nächsten paar Tage eine einzige Herausforderung werden es herumprobieren. Aber natürlich wollen wir zuerst die Breaking News lesen. Vorher logge ich mich hier sicher nicht aus. Breaking News. To that after second explosion. Explosive charge set off at Stallion University in Bonton. At least two people dead, three injured. Once again, a letter has been received just before the crime. Also, Schlagzeilen. Zwei Tote nach einem weiteren Bombenattentat. Eine Explosion ist hochgegangen an der Stallion University in Bonton. Und mindestens zwei Leute sind gestorben und drei verletzt. Erneut gab es ein Brief gefunden, kurz bevor die Tat stattfand. Stallion University Campus has been closed off immediately after the incident. Der Campus wurde also direkt nach dem Vorfall geschlossen. Mir fällt übrigens gerade ein, es tut mir leid, ihr seht meinen Mauszeiger, glaube ich, gerade gar nicht. Ich muss es immer dran denken, dass ich den wieder einstelle, glaube ich. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ihr seht ja, wenn ich was rüberziehe, das sollte zumindest gehen. Bonton, half an hour ago, an explosion occurred at the campus of Bonton University. According to latest reports, at least two people were killed, with a further three injured severely. The area was evacuated immediately. Also vor einer halben Stunde geschah eine Explosion auf dem Campus der Bonton Universität. Den letzten Berichten zufolge wurden mindestens zwei Menschen getötet und weitere drei schwer verletzt. Das Gebiet wurde sofort evakuiert. According to yet unconfirmed statements, the City Administration Office of Bonton received an anonymous letter just minutes prior to the detonation, which again contained the first three stanzas of German folk song Die Gedanken sind frei, the thoughts are free, exactly like the letter received from the assault on the Freedom Plaza yesterday. We will inform you about any developments on this event as soon as further details are available. Einer unbestätigten Aussage zufolge hat die Stadtverwaltung von Bonn einen weiteren anonymen Brief erhalten, nur Minuten bevor die Explosion stattgefunden hat, der erneut, wie auch schon der erste Brief, die ersten drei Strophen von Die Gedanken sind frei enthalten hat. Falls ihr euch das Ganze ins Gedächtnis rufen möchtet, ich habe zumindest die drei enthaltenen Strophen unter dem letzten Video unten verlinkt, als wir sie auf dem Blog ja auch gelesen haben und ich sie da jetzt nicht spontan richtig übersetzen konnte, weil ich das Lied nicht auswendig kann. Also es war eben derselbe Brief wie damals vor dem Attentat auf das Freedom Plaza. Also es ist damals, am vorigen Tag, es ist ja erst gestern passiert. Wir werden unsere Leser über die weiteren Entwicklungen informieren, sobald es mehr Informationen gibt. Und wir haben hier nochmal was. Ah, das waren jetzt unsere Headlines. Moment. Gut. Die sind jetzt weg. Alles, was wir hier noch hätten, wäre, naja, gar nichts eben. Außer Cassandras Timeline, wo wir uns noch entscheiden könnten, ob sie jetzt mit Mary befreundet ist oder nicht.
Ich überlege gerade, ob wir das noch eintragen sollen oder nicht, denn so wie das klingt, ist damit der erste Teil unseres schönen Spiels Orwell zu Ende. Es gibt, glaube ich, 5 Tage. Also das Spiel teilt sich auf in 5 Tage. Und da wir für heute Schluss machen sollen, scheint der erste Tag damit ein Ende gefunden zu haben. Und ich weiß nicht, ich bin mir da echt nicht sicher, ob wir danach diese Sache noch eintragen können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, beste Freunde oder Broken Friendship. Da wir seitdem nicht mehr wirklich was von ihr gehört haben, würde ich jetzt einfach mal Broken Friendship übertragen. Wobei, ich bin nicht in der Stimmung für deine... für your stupid act. I cannot deal with this right now. Es ist schwierig. Eigentlich denke ich nicht, dass ein solcher Post darauf hinweist, dass die Freundschaft beendet ist. Und ich würde jetzt einfach trotzdem sagen, sie sind noch befreundet. Mal gucken, ob Symes dazu noch was sagt. How sweet, also wie süß. Okay, das war einfach nichts mehr. Mary Blight ist ihre beste Freundin, das haben wir jetzt noch eingetragen. Wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so ein Zwischenfall schon ausreicht, dass eine Freundschaft kaputt geht. Das wäre eine sehr, sehr schlechte und schwache beste Freundschaft. Mal gucken, ob ich das noch bereuen werde, dass ich das so eingetragen habe. Für heute machen wir, da können wir erstmal ausloggen. Für heute machen wir dann erstmal Schluss. Ich logge hier aus. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, die Folge war nicht allzu uninteressant. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr gemacht hättet. Hättet ihr auch gedacht, dass es eigentlich Thought friedlich ist oder dass sie tatsächlich aggressiv sind? Lasst mich das gerne wissen, was ihr zu Cathy denkt, zu dieser Rebellengruppe oder was ihr von den Entwicklungen haltet. Ich logge mich jetzt erstmal aus. Hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Are you sure you want to finish your work for today? All unprocessed data chunks will expire. Ah, gut also, dass wir das mit der Freundin noch übertragen haben. Sonst wäre es weg. Also yes, log out. Ich verabschiede mich an der Stelle eben schon mal. Falls jetzt gleich noch ein Filmchen fürs nächste kommt, würde ich das eventuell noch drinnen lassen als kleiner Teaser fürs nächste Mal. Mal gucken. Macht euch auf jeden Fall noch einen wunderbar flauschigen Abend, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Oh, da haben wir ein... Oh, doch noch nicht ganz bye bye. Hier sehen wir eine kleine Überschrift. Based on the data you submitted, we have launched the following. Assault on Freedom Plaza. A severe assault occurred at the Freedom Plaza yesterday. Cassandra Watergate was present there prior to the assault. And is thus being investigated. Jetzt wird's doch noch ein bisschen länger, tut mir leid. Verdammt, wusste ich ja nicht. Fürs nächste Mal weiß ich es, dass unsere Folge noch nicht ganz zu Ende ist. Also der Angriff auf den Freedom Plaza, davon wissen wir, dass eben ein schwerer Angriff auf den Freedom Plaza am gestrigen Tag stattgefunden hat. Da Cassandra Watergate zu der Zeit anwesend war, wurde gegen sie ermittelt. Activist Group Thought hints of the involvement of an activist group named Thought have been found. Es wurden Hinweise gefunden, dass die Aktivistengruppe Thought involviert sein könnte. A second assault at Stellingen University occurred, seemingly connected to the first. This suggests Cassandra Watergate is either not the only perpetrator or not involved at all. Es gab einen zweiten Angriff auf die Stellingen University. Das bedeutet, da Cassandra zu der Zeit schon verhaftet gewesen ist, dass sie entweder nicht die Einzige ist, die verantwortlich ist. Das heißt nicht, dass sie komplett unschuldig ist. Aber es könnte das bedeuten, eben dass sie nicht involviert ist oder zumindest nicht die Einzige. Über Cassandra wissen wir, she has been criminally charged with the injury of a police officer at a past protest at the Freedom Plaza. Sie wurde also schon mal verhaftet, weil sie einen Polizisten auf dem Freedom Plaza angegriffen hat während eines Protests. She's an artist, sie ist eine Künstlerin. The former criminal case was closed due to a lack of evidence. Der Fall wurde geschlossen ursprünglich wegen Mangel an Beweisen. She's in a relationship with her lawyer Joseph Langley. Sie ist also mit ihrem Verteidiger Joseph Langley zusammen, ihrem Anwalt. Collected data shows a potentially dangerous personality. More thorough investigation by law enforcement is suggested. Die von uns gesammelten Daten besagen, dass sie eine potenziell gefährliche Persönlichkeit besitzt und deswegen durch die Behörden, durch die Polizei noch weiter ermittelt werden sollte. She seems to have undergone a radical change after she joined the activist group Thought. Sie hat sich radikal verändert, nachdem sie Mitglied bei Thought wurde. Juliet Carrington claimed Cassandra defended her by injuring the officer.
Julia Carrington behauptet also, Cassandra hätte sie nur verteidigt, als sie den Beamten damals angegriffen hat, und an arrest has been made. Sie wurde erneut verhaftet. Jetzt klicken wir aber auf Next Day. Episode 2, A Place Where There Is No Darkness. Und jetzt würde ich mich dann... Welcome back, I hope you don't mind if you get started right away. We have tons of work ahead of us, aber darum kümmern wir uns erst das nächste Mal. Nochmal jetzt also, danke, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, dass ihr dran bleibt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr ja vielleicht auch. Das hoffe ich zumindest sehr. Ich finde, das ist eine super spannende Geschichte und ein unglaublich intelligentes und gut gemachtes Spiel. Macht euch jetzt also tatsächlich einen flauschigen Abend und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.